Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 11. Juni. Heute dabei Vodafone, Apple Watch, Google Tabellen, Uber und Facebook Messenger. Beginnen tun wir mit Vodafone und guten Nachrichten für alle, die ja, Vodafone-Kunde sind und Interesse an der Apple Watch Series 3 haben, also die, die entsprechend auch ohne iPhone theoretisch kommunizieren kann. Und es hat lange gedauert, aber ab dieser Woche gibt es entsprechend die Möglichkeit, in den Red-Tarifen von Vodafone die entsprechende Apple Watch bzw. die eSIM dazu zu buchen. Das Ganze ist mehr oder weniger auch schon wirklich offiziell indirekt bestätigt. Man kann es auf den Produktseiten von Apple sehen. Und dort ist eben nicht nur Telekom aufgeführt wie bislang, sondern auch mittlerweile Vodafone für Deutschland. Also wenn ihr drauf gewartet habt, dann geht's jetzt ab heute los oder beziehungsweise ab morgen. Auf jeden Fall diese Woche. Aber bleiben wir beim Thema Apple Watch. Da ist nämlich jetzt etwas rausgekommen, dass Apple daran arbeitet im Design der Apple Watch, was sich ja mehr oder weniger nicht großartig verändert hat seit der ersten Variante, dass sie daran arbeiten, die physikalischen Buttons komplett zu entfernen. Also derzeit gibt es ja zwei, einmal den in der Krone, also man drückt die Krone und das ist ja dann auch ein Button und direkt daneben der Button und das soll durch touch-sensitive Buttons ersetzt werden, ähnlich wie damals, als es vom iPhone 6s zum iPhone 7 ging. Da konnte man ja auch nicht mehr auf den Home-Button klicken, der war ja praktisch auch fix, aber hat eine Rückmeldung gegeben. Und so ähnlich soll es jetzt wohl auch bei der Apple Watch demnächst ausschauen. Ist natürlich aus zwei Gründen sehr gut, denn einmal gibt es wieder weniger Möglichkeit, damit Wasser eindringen kann, weil die ganzen Dinger ja mittlerweile alle wasserfest sind. Und gleichzeitig, wenn man physikalische Buttons eliminiert, hat man wieder ein bisschen mehr Platz im Gehäuse und kann eventuell Sachen kleiner machen oder aber auch intern mit neuen Sachen versehen, die vorher Platz benötigten und sei es nur ein bisschen mehr Akku. Ja, also schauen wir mal, ob uns das schon in diesem Herbst ansteht, wenn eventuell eine neue Apple Watch vorgestellt wird oder ob das erst in Zukunft ist. Was aber direkt ansteht, sind Updates für iOS für die Google-Tabellen und Google-Präsentationen. Also ganz anderes Thema. Die könnt ihr euch runterladen und ja, in Google-Tabellen gibt es nun die Möglichkeit, Abschnitte in Pivot-Tabellen zu minimieren. Und in Google-Präsentationen können Nutzer von iOS 11 und höher logischerweise nun per Drag-and-Drop Inhalte in eine Präsentation reinziehen. Zusätzlich natürlich die üblichen Fehlerbehebungen und Verbesserungen im Bereich Performance und Stabilität. Also, wenn ihr Nutzer seid von diesen beiden Apps, dann ladet euch doch das iOS-Update runter und profitiert von den Neuerungen. Nächstes Thema, Uber. Uber scheint Interesse zu haben, Motivate zu kaufen. Motivate ist die Firma, die in San Francisco hinter den Ford Go Bike steckt. Und in New York oder beziehungsweise an der Ostküste hinter den City Bikes. Ja, was sind City Bike und Ford Go Bike? Das sind einfach Ridesharing-Plattformen, sprich, man meldet sich an, man nimmt sich ein Rad, stellt es wieder ab, entsprechend in einer Station und bezahlt entsprechend dafür. Also ganz normales Bike-Sharing. Und der Uber-Konkurrent Lyft war auch schon interessiert und wollte Motivate für 250 Millionen Dollar kaufen. Und ja, Uber guckt das sich jetzt auch an und eventuell gibt es ja sogar dann einen Bieterstreit. Schauen wir mal. Uber hat ja bereits Anfang dieses Jahres für auch 250 Millionen US-Dollar das Bike-Share-Startup Jump gekauft. Das hat Electronic-Bikes gehabt, die man entsprechend dann halt auch mieten konnte, sharen konnte, das übliche Konzept. So, und jetzt geht es wohl wirklich zum Fahrrad, wo man wirklich reintreten muss, wenn sie nun Motivate kaufen. Inwiefern sich das Gesamte dann natürlich auch überhaupt in einen Planen für Uber ergibt, ist mir auch noch eher ein Rätsel. Aber natürlich Mobilität über allem
Und so kann Uber alles abdecken. Ja, sie wollen ja unter anderem auch die fliegenden Taxis bringen. Ja, und letztes Thema für heute ist eine sehr gute Nachricht, wie ich finde. Denn eventuell nutzt ihr ja auch Facebook und den Messenger. Und wenn ihr euch bei Facebook mit jemandem befreundet, dann bekommt ihr diese nervende Notification, dass du bist jetzt mit Person X auf Messenger verbunden. So, die bekommt man als Notification wie eine neue Nachricht und ist ganz erfreut oder auch nicht. Man bekommt eine neue Nachricht und will reingehen und dann ist es eigentlich Spam, weil die Person hat nichts geschrieben. Und anscheinend hat Facebook sich das zu Herzen genommen, weil viele Leute davon genervt sind. Und die künstliche Intelligenz des Messengers soll daraus lernen. Sprich, wenn ihr diese Nachrichten jetzt nicht mehr anklickt und einfach mal offen lässt, dann soll der Messenger daraus lernen und entsprechend euch nicht mehr diese Nachrichten schicken. Ja, ich habe das jetzt, glaube ich, die letzten paar Male auch gemacht und gefühlt hat sich da bei mir nichts geändert. Ich bekomme mit jedem neuen Kontakt wieder diese Nachricht, aber ich werde das jetzt auch beherzigen und sie nicht mehr öffnen und hoffe dann, dass mir diese genervigen, ich bin jetzt auch mit Person X am Messenger verbunden, Nachrichten dann auch erspart bleiben. Ja, ich hoffe, ich bleibe euch nicht erspart und wir hören uns morgen wieder. Ja, ich wünsche euch einen guten Start in die Arbeitswoche oder in die Schulwoche und morgen Dienstag dann mit neuen Neuigkeiten hier beim Geek Talk Daily. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.